Bezieher. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Warte mal ganz kurz, wir müssen essen so oder so nachher. Also ich esse jetzt hier und dann nehme ich das hier mit. So. Alles klar, es ist Tag, Schnuckis. Schnittis wollte ich gerade sagen, aber nee, Schnuckis. So, das Skelett sollte jetzt mal ein bisschen hier sich rausbewegen. Ich ziehe jetzt am besten einfach nochmal so ein Ding auf. Nur vorsichtshalber. Eigentlich wäre es geil, wenn wir es nach oben gebaut hätten jetzt, ne? Ah! Boah, Alter, das ist ja wirklich so ein Scheißviech, Alter. Nee, oder? Scheiße. Ich will dich nicht. Ich will nur hier hochgehen. Na, was heißt nur? Das ist natürlich viel verlangt, ne? Aber sowas muss man ab und zu mal verlangen. In der knallharten Welt von Minecraft. Alter, leck mich am Arsch am Mocker, ey. Leck mich am Mocker. Leck mich am Hocker, habe ich immer verstanden. Aber das heißt am Mocker, nicht am Hocker. Na. Leck mich am Hocker. Was soll ich machen? Ja, mich am Hocker lecken. Wie am Hocker. Na, aber mal wieder so frei Schnauze. Bitte. Lol, ich dachte gerade, leck mir am Arsch. Okay, wir sind ja schon ganz gut gelandet. Natürlich kann man das natürlich auch ein bisschen prohafter machen, hier das ganze Zielen und sowas, aber ey, Leute, ganz ehrlich. So, jetzt haben wir ein bisschen gearscht, weil eigentlich wichtig ge Scheiße, ich habe das Wasser nicht mitgenommen, wo ich gesagt habe, dass ich das noch mitnehmen will. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dreckig, wenn ich ehrlich bin. Weil, wie schon gesagt, Wasser ist gleich wichtig, LAN. Und so, und deswegen. Na, scheiße war es, würde ich sagen. Das ist natürlich ein bisschen dreckig jetzt. Naja, gut. So, ich mache hier vorsichtshalber Stein hin. Oh, guck mal, hier ist sogar eine Kiste oben drauf. Mit Redstone-Lampen. Das freut mich jetzt natürlich mega drastisch. Ja. Und scheiß Steinhaus hier oben drauf. Ja, mega sinnvoll. Aktion und so. Das kann ich hier hin tun. Max Payne dödelt uns da ein bisschen ins Ohr. Das ist aber schon okay, würde ich sagen. Max Payne, der darf das. Der alte Max, Junge. So. So. Ich denke, also wirklich, wichtig ist ja wirklich, dass man sich immer gleich eine Unterkunft baut, dass man einfach wirklich safe ist für die nächste Nacht. Und dann kann man ja immer noch sagen, man geht noch ein bisschen los und guckt noch ein bisschen, ob man irgendwas Geiles findet, aber erstmal Unterkunft hat immer erstmal die Primärfunktion, die irgendwie eine primäre Primärfunktion hat. Ne? So. Ob das einfach Slabs sinnvoller wären? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also wir jetzt gerade schon bei der Decke, wir haben nämlich nur noch 40 Cobblestones. Ich werde auch nicht alles mit Glas auskleiden. Jetzt nicht, der denkt, der hat irgendwie einen Vogel. Ich habe schon einen Vogel, glaube ich. Werde nicht alles mit Glas auskleiden. Ja. Hier ein bisschen safe machen. Oder versuchen, es safe zu machen. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen fail jetzt geraten hier. Ja. Da. Ah, ja. Da. Da werden wir noch immer einen Ausgang machen. Hier, dass wir vielleicht nach da oben können. Maybe, falls wir da irgendwie noch, was weiß ich, irgendwas machen wollen, was irgendwie wichtig erscheint oder sowas. So. Ja, am Arsch. Haben wir noch irgendwie was dabei, was wir benutzen können als Baumaterialien-Gedönse? Ja, dann nehmen wir einfach Gravel dafür. Ich meine, Hauptsache, dass die Schotten sind dicht, wa? Wie machen wir das? Wir machen hier in der Mitte. Hier machen wir zwei Gläser rein. Dann machen wir hier noch. Können wir echt gleich mal machen. Zwei Gläser hier rein, zwei Gläser hier rein. Ja, hier könnten wir noch zwei Gläser reinmachen. Dann war es das aber auch schon. Und dann machen wir oben noch den Cobblestone voll rein. So, genau, hat's gereicht. Ist aber scheiße, wir brauchen nämlich noch Stein für den, hier, ne? Ofen und sowas. Was für Ofen? Was laber ich? Was laberst du, Max?
Ich pflanze jetzt erstmal ganz kurz noch die Saplings an, bevor wir noch irgendwas anderes machen. Dann können die schon mal wachsen und gedeihen. Nö. Oh, die Musik geht mir gerade auf die Eier, aber das ist auch nicht mehr schön. Ja, am Arsch. Ja, Leute, das wird schön da drüben, glaube ich. Also, das heißt schön nicht, aber... Ja, da unten sehe ich schon eine Kiste, aber dann die muss ich jetzt ganz kurz hin. Auf jeden Fall seht ihr schon mal, wir haben jede Menge, was wir hier erkunden können, Junge. Leute, wie komme ich da jetzt am besten hin? Um mich auf die Fresse zu legen. 16 Stone Bricks, Bitches. Die haben jetzt gefehlt. Na gut, nicht wirklich, aber fast. So. Da. Da kann ich jetzt nämlich auch Holz benutzen für die Decke, Alter, ganz ehrlich. So. Da kann ich aber auch Holz benutzen jetzt für die Decke. Einfach nur aus dem Grund, da wir ja jetzt gerade eigentlich Holz angepflanzt haben und wir haben. Es sieht auch geil aus mit dem Ding jetzt hier. Ich mache jetzt mal ganz noch ein paar Fackeln rein. Hier noch eine und dort noch eine. Das muss reichen. Ich hoffe, das reicht auch. Es muss reichen. Ich hoffe, das reicht auch. Ja. Alles klar, Max. So, 4 Chests. Da einfach 2 hin. Ansonsten noch. Warte mal, wie waren das nochmal? Man kann ja doch mit Aids. Ne, oder? Nicht? Okay, egal. warum habe ich mir jetzt. Warum habe ich nochmal 2 Chests? Achso, habe ich gar nicht gemacht. Ne? Die hatte ich einfach so noch im Inventar. Max, du bist so logisch heute. Leck mir am Arsch. So, leck mir am Arsch. Nee, also einfach mal den ganzen Ranz hier wieder rein, den man nicht braucht. Ich tue einfach mal alles jetzt wieder rein und tue mir dann einfach das wieder rausholen, was ich brauche gerade, ja. So, jetzt mache ich dich hinsetzen. Mein Fuß ist gerade schon irgendwie verkrüppelt. Ein Bucket. Ich werde wahrscheinlich auch jetzt zur Nacht wieder die Aufnahme beenden. Zu Nacht, Lan. Zu Nacht. Zu Tag, Nacht. Voll die komischen Bugs hier, ne? So, weiß nicht, wie weit die Sonne schon uns, ne, und so, wisst ihr Bescheid, aber keine Ahnung. So, und dann würde ich sagen, geht's dann auch in den nächsten, oder warte, wollen wir den Tag noch aus, oder versuchen auszunutzen? Vielleicht können wir noch ein bisschen irgendwie machen. Wie weit ist denn die Sonne? Lol. Wir sind nicht jetzt auf runtergeflogen jetzt. Scheiße, das ist natürlich ein bisschen dreckig jetzt, wenn ich ehrlich bin. guck mal, wir haben da oben, haben wir Eisen, das relativ gut hängt. Und wir haben die Melone. Hui. Erstmal Melone essen. Nee, natürlich nicht. Ja. Ich hab so Angst, hier zu arbeiten, ne? Das ist echt... Na gut, ein Eisen immerhin besser als gar kein Eisen, ne? Wie sieht das aus mit der Sonne? Ich glaube, wir laufen da erst, wir laufen da jetzt nicht mehr hin. Ach, guck mal, jetzt noch eine Melone. Das ist natürlich geil. Melone! Scheiße, wir haben kein Hungerding mehr. Unser Leben füllt sich gerade so nicht auf. Das heißt, wir müssen schleunigst zurück. Denn wenn uns irgendwas überraschen sollte jetzt, was irgendwie, naja, aktuell noch ein bisschen unwahrscheinlicher ist, dann wären wir quasi so gut wie am Arsch. Ja, Wasser ist halt jetzt auch noch mega wichtig eigentlich. Warte mal, ich mach mal kurz Folgendes. Das mache ich jetzt noch in der Aufnahme. am Sack. Mit welchen Baumaterialien denn? Der Sandstorm wäre echt mega wichtig gewesen. Na, wir haben jetzt das hier bekommen, Stone Bricks. Ne, wir haben jetzt einfach Holz, ne? Müsste ich auch mal kurz rein. Und zwar, was auch noch mega wichtig ist, ist, dass wir nämlich Folgendes machen. Und zwar uns gleich mal auf die Fresse legen. Ne, natürlich nicht. Ich bin jetzt einfach so wagemutig und mache das jetzt einfach irgendwie hier noch. So. Wie habe ich das letztes Mal gemacht? Kann mir das jemand erzählen? Und zwar habe ich mich halt hier so hochgebaut, so ein bisschen, dass man quasi aufs Dach noch gehen konnte, einfach nur wegen, keine Ahnung, Aussicht oder whatever. Whatever, mit W, whatever. Alter. So, mega safe hier und so. Lass mal 2 Fackeln hier oben drauf packen. Hier steht auch noch eine Fackel. Alter, aufs Dach nicht lang fackeln hier. Oh mein Gott, das ist einfach so mega schlecht, nur der Witz, weil das ist echt. Ja. Ja, und dann halt auch noch hier so ein bisschen zumachen. Na gut, nicht ganz so weit zu, wie jetzt gerade eben ich das getan haben, tun wollen, sein, machen. So, so. So. Hier noch eine Fackel hin, sagst du? So, und dann kann man es ja wegmachen hier.
So, hier einfach noch sowas, so ein Ding, das einfach zu ist. Dann kann ich mach das hier einfach jetzt auch zu. Dann fühlt man sich einfach noch ein bisschen sicherer. So. Dann gib mal ein Gummi. So, und jetzt dürfte hier oben eigentlich ja nichts. Naja, was heißt eigentlich? Es sollte nichts spawnen. Sagen wir mal so. Mach mal noch eine Fackel hier hin. Ich denke mal, das dürfte dann auch reichen. Ich mache das so oder so wieder. Ich mache das so oder so immer zu. Mit diesem tollen Dreckblock, der uns sehr, sehr sicher beschützen wird. So. Und dann würde ich, eigentlich wäre es am safesten, wenn man das ja auch noch so zumacht. Einfach nur, dass es zu ist. Ja, und dann wird es auch schon dunkel. Und wir haben wieder die Max Payne Musik, die wir anhatten, als ich von dem Creeper erfasst. Ach, warte mal, wir sollten was essen mal, ne? So, alles klar, dann kannst du unser Leben regenerieren. Ohne Witz, ich freue mich aufs. Also das heißt, ich freue mich an sich nicht auf die Insel, weil die mega tricky wird, glaube ich. Ihr seht ja die ganzen Spawner hier. Aber irgendwie, weiß nicht, die sieht einfach so geil aus mit dem Baum irgendwie. Da freue ich mich schon. Also wenn wir überhaupt so weit schaffen, wir müssen erstmal die Insel überleben. Aber das überlasse ich dann dem Max, der dann in der nächsten Aufnahme weiterspielt. Ja, ich weiß, die Musik ist gerade ein bisschen laut, aber das ist Absicht. Einfach nur, weil es dem Ende zugeht und weil ich gerade mir Lust habe auf etwas lautere Musik, da die andere Musik so leise war. Und die Musik wirklich eine schöne Musik ist und deswegen habe ich mir gedacht, ey, mach's ein bisschen lauter, ist dann schon okay. So, oh mein Gott, was ist das hier, Alter? Schwarzer Himmel? Na gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. Ein bisschen buggy. Hä, warum? Ach so, ich weiß warum. Theoretisch ist ja das Land so, dass die Sonne einfach schon unterm Land wäre. Aber da wir einfach so hoch sind und quasi so ein komisches Dings haben, dass die Sonne so komisch ist und deswegen ist es so komisch. So, jetzt aber zurück. Und zwar, ja, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr vergesst die Bewertung nicht. Und ja, dann würde ich sagen, beende ich einfach jetzt mal die Aufnahme mit der total erotischen Sonne. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder, die dann erscheint, wenn sie erscheint. So, bis zum nächsten Part. Haut rein, bis dann. Tschüss.